Hallo zusammen. Heute habe ich spannende Fakten über Medikamente für euch. Woher weiß man, dass ein Medikament sicher ist? Ich meine, im Supermarkt kann man oft mit bloßem Auge an Produkten erkennen, ob sie noch gut sind. Aber woher weiß ich, ob die Substanzen in den Medikamenten geprüft sind, dass sie nicht gefälscht sind zum Beispiel? Darüber habe ich mit Miriam Kehrenberg gesprochen. Sie ist Expertin für Qualitätssicherung beim Arzneimittelhersteller Janssen. In Ländern mit guter Arzneimittelkontrolle tauchen Fälschungen nur in Einzelfällen auf. In weniger gut organisierten Staaten kann der Anteil gefälschter Medikamente bis zu 10% betragen. Bei der Internationalen Aktionswoche gegen gefälschte Medikamente im Internet wurden im Oktober 2018 rund 100.000 gefälschte Tabletten und Ampullen vom Zoll beschlagnahmt. Im Sinne der Patientensicherheit sollte man es dann nicht mehr nehmen, wenn das Arzneimittel abgelaufen ist. Es darf dann auch nicht mehr in den Verkehr gegeben werden. Ja, man muss immer bedenken, der pharmazeutische Unternehmer, der weist eben die Sicherheit des Arzneimittels für die Laufzeit nach. Und alles, was da drüber ist, da kann sich natürlich der Wirkstoff zum einen schon weiter abgebaut haben. Das heißt, es ist dann einfach nicht mehr so stark. Zum Beispiel, ja. Oder natürlich gibt es dann auch Abbauprodukte, die man aber eigentlich gar nicht einnehmen möchte. Jedes Land muss sich selbst um die Arzneimittelsicherheit kümmern. In Deutschland tun das die Zulassungsbehörden in Zusammenarbeit mit dem Bundes- und Zollkriminalamt unter Mitwirkung der Arzneimittelhersteller. Außerdem gibt es internationale und europäische Kooperationen, die für die Sicherheit zuständig sind. Die Firmen müssen jedem Fälschungsverdacht nachgehen, das Medikament muss untersucht werden und den Behörden gemeldet werden. Möglicherweise gefälschte Medikamente müssen aus der Vertriebskette zurückgenommen werden. Also oberstes Gebot ist eigentlich, Arzneimittel sollten nicht ins Abwasser gelangen. Ein guter Tipp ist eigentlich immer mal in die Gebrauchsinformation zu schauen. Ich weiß, sie ist ziemlich lang, aber da stehen auch schon mal Hinweise zur Entsorgung drin. Bei den meisten Müllverbrennungsanlagen ist es eigentlich heutzutage so, dass man Arzneimittel über den Hausmüll entsorgen kann. Wenn da Unsicherheit besteht, dann kann man nochmal beim lokalen Entsorgungsunternehmen nachfragen oder die Apotheke ist letztendlich dann auch immer der richtige Ansprechpartner. Das waren einige Fakten über Medikamente. Was macht ihr eigentlich mit abgelaufenen Medikamenten in eurer Hausapotheke? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Danke fürs Zuschauen und bis bald.